Bundesliga, 30. Spieltag mit unseren Tipps. Und mit dem Rückspiel, die Revanche von Bayern München bei Leverkusen. Genau, und noch ein paar andere Spiele. Es geht los am Freitag mit dem Spiel Freiburg gegen Mönchengladbach. Ja, was bleibt einem dazu sagen? Also Freiburg, Christian Streich ist ja immer für geniale Interviews bekannt. Mal sind sie gesellschaftskritisch, mal sind sie einfach nur lustig. Das letzte Interview nach der Niederlage gegen Leverkusen auf The Zone, unbedingt anschauen, wenn ihr das könnt. Das ist echt witzig. Da wurde gefragt, wie es gelaufen ist. Und er hat gesagt, sie haben 1-0 verloren und so geht es dann immer weiter. Und er hat gemeint, sie können nicht besser spielen und Leverkusen hat halt gewonnen. Jetzt dürfen sie wieder Freitag ran, diesmal gegen Borussia Mönchengladbach. Und die, würde ich sagen, sind schon der Favorit, denn gerade gegen die kleineren, in Anführungsstrichen, punktet Gladbach, sodass sie auch immer noch auf einem Champions-League-Platz sind, also auf Platz 4. Und die brauchen jetzt die Punkte mehr denn je. Wir haben nur noch 5 Spieltage. Leverkusen gegen Bayern, ob die punkten werden, ist fraglich. Also dieses Spiel ist ganz, ganz wichtig für Gladbach und Freiburg ist sogar immer noch dabei im Kampf um den potenziellen 7. oder 6. Platz, der für die Euroleague qualifizieren würde. Von daher spannende Konstellation, in der ich persönlich auf Gladbach gehen würde. Das ist auch ein Grund, die Quoten genauer anzuschauen, denn die 1,84 auf Gladbachs Auswärtssieg ist schon relativ attraktiv. Allerdings, wie wir gesehen haben, hat sich auch Leverkusen in Freiburg schwer getan. Allgemein tun sich die Mannschaften in Freiburg schwer, wenn man hier die letzten Heimspiele der Freiburger anschaut. Okay, gegen Bremen 1-0 verloren. Das ist jetzt nicht so burnermäßig, aber allgemein Leipzig auch sich schwer getan gegen Freiburg. Und das heißt, Freiburg steht nicht umsonst da, wo sie stehen. Und wenn man, wie du schon gesagt hast, die Tabellenkonstellation anschaut, dann ist Freiburg auch in dem Bereich nicht unbedingt chancenlos. Wolfsburg unkonstant, Hoffenheim ebenso und die Hertha sitzt im Nacken. Aber ansonsten, ja, natürlich noch Ziele für die Freiburger und dass sie punkten können zu Hause, haben sie bewiesen. Und deswegen wird es schwer für Gladbach. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch die attraktivste Wette wahrscheinlich ein Gladbacher Auswärtssieg, weil, wie du schon richtigerweise gesagt hast, die hier um die Champions League kämpfen und auch eben zuletzt ja, auch das untermauert haben mit diesem 4-1 gegen Union Berlin. Und deswegen würde ich mich hier anschließen und sagen, man muss hier eigentlich jetzt mal alle Eventualitäten außer Acht lassen und auf die personell stärker besetzte Mannschaft gehen. Deswegen hier ein Tipp auf Gladbach Auswärtssieg. Das ja. Halten wir mal fest. Finde ich gut. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns beim ersten Freitagsspiel so sicher sind und nicht auf den Unentschieden gehen würden, weil das habe ich so im Kopf. Weiter geht es am Samstag. Was hast du zu sagen, Leverkusen gegen Bayern München? Sind, hast du im Vorfeld schon gesagt, die zwei formstärksten Teams, aber wer wird sich durchsetzen, Radek? Schwenk auf dich. Ja, wenn man das wüsste, gell, dann würde man natürlich hier alles Geld der Welt setzen, sofern es die Buchmacher zulassen würden. Quotenmäßig die Bayern sehr hoher Favorit. Deswegen muss man hier immer mal wieder auch das Value beim Außenseiter vielleicht suchen und man schauen, ob man eine Wette mit Asian Handicap auf Leverkusen rechtfertigen kann. Da ist allerdings zuletzt der Makel der 1-4 Niederlage gegen Wolfsburg und auch nur der knappe Sieg gegen Freiburg, während die Bayern natürlich das Spitzenspiel gewonnen haben, auch die Düsseldorfer abgeledert haben. Und warum sollen sie dann hier jetzt gegen Leverkusen, wie schon in der Hinrunde, federn lassen? Bayern hat auch 10 Spiele in Folge gewonnen. Also ich bin ja eher dann der Fan davon zu sagen, dieser Trend muss auch irgendwann mal aufhören. Und wenn nicht jetzt in Leverkusen, wann denn dann? Also gibt wenige Mannschaften, bei denen die Bayern Punkte lassen. Und Leverkusen wäre so ein Kandidat. Allerdings gegen Bayern in der aktuellen Form zu setzen, ist halt einfach nicht begründet. Deswegen
kann man, wenn man hier von Leverkusen überzeugter ist, vielleicht mit einem kleinen Einsatz auf dem Asian Handicap mit plus 1 auf Leverkusen, heißt, es gibt das Geld zurück, wenn Leverkusen mit einem Torunterschied verliert. Man kriegt eine 2,24er-Quote, wenn es unentschieden ist oder Leverkusen sogar gewinnt. Aber das halte ich für noch ein bisschen zu riskant, weil es ja eben hier gegen Bayern geht. Ansonsten könnte man auch gleich All-In gehen und sagen, ich setze vielleicht nur 0,2 Einheiten oder 0,1 Einheit auf den Leverkusener Sieg. Da ist nicht viel kaputt, aber die Quote rechtfertigt das in meinen Augen schon. Aber ich würde hier jetzt keine komplette Wettempfehlung drauf geben, weil es, wie gesagt, die Bayern sind. Ja, ist eine reine Gefühlssache, muss man ganz ehrlich sagen. Von den Namen her, Leverkusen plus 1 hört sich geil an. Von dem, was Leverkusen in den letzten 2,5 Wochen geliefert hat, kann man eigentlich nicht darauf gehen. Hier haben wir jetzt eine sehr, sehr formstarke Mannschaft, die irgendwie in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg den Schalter umgelegt hat. Da waren sie schon 3-1 hinten. Davor die Wochen ging gar nichts. Dann haben sie wirklich Freiburg an die Wand genagelt, unentschieden 2-0 gespielt, die Leistung untermauert, in Wolfsburg gewonnen. Und gestern im Nachholspiel gegen Bremen stand das lange 0-0, Werder um Millimeter an der Führung vorbei, weil sie im Abseits waren. Leider sehr ausgeglichenes Spiel. Bremen ist defensiv wirklich gerade auf der Höhe, aber Frankfurt hat dann in der zweiten Halbzeit das 1-0 geschossen. Und Bremen hat den Ausgleich nicht geschafft, das 3-0 ist überbewertet, aber das zeigt, dass die Form stimmt. Und was kann man beim Mainz sagen? Es ist ja ein Derby dann quasi ohne Fans, dementsprechend ist vielleicht da auch die Brisanz mehr draußen als sonst. Und siehst du irgendwie Value bei Mainz? Weil ich finde eine Zweierquote auf Frankfurt in dieser Form, trotz Doppelbelastung, also trotz englischer Woche, ja, das ist ja, sind ja die Frankfurter aus der Europa League mehr als gewohnt, diese Doppel- oder Dreifachbelastung auch mit DFB-Pokal. Deswegen so ein Spiel unter der Woche, noch dazu mit einem positiven Ergebnis gegen Bremen mit 3-0 und den 2 Siegen in Folge, da wäre man jetzt eigentlich vermessen zu sagen, die Frankfurter lassen hier was anbrennen und die Zweierquote der Frankfurt ist höchst attraktiv. Ich hätte eher gedacht, durch den Sieg gegen Bremen fällt die Quote, weil ich habe schon im Vorfeld dieses Bremer Spiels auf Frankfurt gegen Mainz gesetzt. Hinspiel 2-1 für Mainz, auch hier noch eine Rechnung offen und ich denke, die Frankfurter werden sich in diesem Derby nicht zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen geben, vor allem weil ja Mainz jetzt in letzter Zeit auch gar keine Argumente hatte, überhaupt hier über was zu reißen. Also ich meine, ihre Spiele haben sie zwar ja achtbar bestritten, aber das waren auch jetzt keine übermäßigen Gegner. Frankfurt ist auch kein übermäßiger Gegner, aber die haben jetzt eben wieder Morgenluft gewittert und wollen natürlich auch hier aus diesem Loch rauskommen, wo sie ja schon fast im Abstiegskampf irgendwie drin waren, haben sie sich jetzt ein bisschen freigeschwommen und haben jetzt wieder hier diesen Zug nach oben, denn Schalke strauchelt gewaltig, Hertha ist wieder on fire unter Labbadia und die anderen haben wir schon genannt, also die Frankfurter wollen wahrscheinlich einfach hier ihre Serie fortsetzen und deswegen ist diese Quote von 2,0 auf die Frankfurter absolut gut genug, um das hier mitzunehmen. Aber man kann fast schon von einem kleinen Buchmachergeschenk sprechen. Deswegen würde ich das hier auf jeden Fall einloggen. Heimsieg Frankfurt. Auch wenn es eine Überraschung geben sollte, muss man das mathematisch sehen. Frankfurt wird 50% seiner Spiele gegen Mainz gewinnen. Von daher diese Wette einfach korrekt. Und so, das ist, wer Jimmy Kimmel anschaut, das ist so etwa wie Teaching with Guillermo. Der erklärt ja Mathe. Genauso würde der das auch sagen. Die gewinnen einfach 50% der Spiele, das ist Fakt. Naja, auf gegen jeden Mainz. Fall Leipzig gegen Paderborn ist, glaube ich, jetzt ein Spiel von den Quoten, was man nicht anschauen braucht, weil Dortmund hat jetzt in einer Halbzeit Paderborn weggeschossen. Ein Handicap plus 3 oder so auf Paderborn würde ich jetzt persönlich auch nicht gehen, weil wir reden hier immer noch vom Tabellenletzten, der gerade gegen diese spielstarken Teams eigentlich wenig entgegenzusetzen hat. Also da gibt es andere Teams, wo Paderborn punkten kann. Ich glaube, man kann jetzt auch sagen, mit den Punkten, die Düsseldorf und auch Werder geholt haben, ist der Zug abgefahren. Da können die gar nicht mehr rauskommen, denn sie müssen ja eigentlich noch 2 oder gar 3 Teams überholen und das ist unrealistisch, vor allem welche Gegner da noch kommen. Siehst du irgendwie Kantersieg Leipzig, aber sowas sollte man auch nie beim Wetten empfehlen, weil warum?
Naja, man könnte schon, wenn man sagt, Asian Handicap auf Leipzig minus 2, wenn die ähnlich die Paderborner überrollen wie die Dortmunder, aber davor bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil das Hinspiel ja auch 3-2 bloß endete für die Leipziger und naja, Paderborn wird nicht jedes Spiel 6-0 verlieren und wenn doch, aber ist die Quote trotzdem zu niedrig auf Leipzig. Genau, Leipzig minus 2 ist immer noch zu niedrig, um da wirklich das Risiko eingehen zu sollen. Minus 2 würde ich sogar nehmen für eine gute Quote. Aber egal, Düsseldorf gegen Hoffenheim. Das ist mal eine interessante Konstellation, wenn man die Quoten ansieht. Wir haben auf der einen Seite Düsseldorf als Heimteam mit einer relativ hohen Heimquote und auf der anderen Seite auch die Auswärtsmannschaft, die in letzter Zeit relativ gut gespielt hat mit Hoffenheim mit einer 2,5er Quote. Und da würde ich schon ein bisschen genauer auch auf die letzten Ergebnisse schauen. Vor allem, gut, das 5-0 von Düsseldorf hat uns selber ein bisschen überrascht, muss man fast sagen. Denn ich hätte eigentlich gedacht, die Düsseldorfer nach dem Schalke-Sieg, nach dem Punkt gegen Köln, nach dem Punkt gegen Paderborn und gegen Mainz und so weiter, dass sie sich in München jetzt gut aus der Affäre ziehen. Aber da wurde dann eben die Qualität der Bayern mehr als deutlich, deswegen ausklammern dieses Spiel. Aber was hat Hoffenheim zuletzt geleistet? Sie haben gegen Mainz gewonnen, das war ein Pflichtsieg, muss man sagen. Genau gegen diese Mannschaft muss Hoffenheim auch ihre Punkte holen. Gegen Köln haben sie 3-1 gewonnen, das war auch mehr als ein Pflichtsieg dann. Und die Spiele davor, ja, da ziehen wir einen Strich drunter. Die letzten beiden Spiele gewonnen, Hoffenheim, machen sie da weiter? Oder kann Düsseldorf zu Hause wieder an die Form anknüpfen, die sie zum Beispiel gegen das Schalke-Spiel hatten? Nein, also ich sage, Hoffenheim ist ein Team dieser Saison der Auf- und Abs. Wenn es aufgeht, dann geht es eine richtige Siegesserie. Wenn es nicht läuft, dann geht es richtige viele Unentschieden und Niederlagen in Serie. Düsseldorf spürt Werder, hat den negativen Druck, Hoffenheim hat einen positiven Druck, die können noch Euroleague schaffen, wenn sie jetzt gewinnen. Asian Handicap 0 auf Hoffenheim ist eine attraktive Quote, bedeutet auch nochmal, bei einem Unentschieden gibt es das Geld zurück, bei einem Sieg der Hoffenheimer holen wir eine 1,83 und ich hoffe auch aus Werder-Sicht, dass Düsseldorf hier nicht punktet. Also hier ist Hoffnung und Logik verknüpft in mit eine tolle Hoffenheim. Hoffen. Genau, Dortmund-Hertha, da ist die Quote auf Dortmund extrem niedrig. Wir sind ja jetzt alle Bruno Labbadia-Fans, beziehungsweise zumindest Hertha-Fans huldigen wahrscheinlich dem Neuankömmling auf der Trainerbank, denn der hat es geschafft, aus diesem doch so Larifari-Verein hier eine Mannschaft zu formen, die durchaus tolle Spiele abliefern kann. Die spielen echt einen schönen Fußball, habe ich zumindest beim letzten Spiel so empfunden. Da haben sie gegen Augsburg 2-0 gewonnen und da haben sie das natürlich gut gemacht. Dortmund mit der Trotzreaktion nach der Bayern-Niederlage gegen Paderborn. Deswegen auch hoher Favorit hier. Aber kann die Hertha hier innerhalb des Asian Handicaps bleiben, ist die entscheidende Frage. Und wir sehen uns das mal hier an, wie die Asian Handicap-Quoten hier gelegt sind, bei einer Quote um die 2. Wäre die plus 1,5 auf Hertha zum Beispiel überlegenswert, sage ich jetzt mal. Ich sage nicht, dass ich davon überzeugt bin. Aber mit einer 1,92 würde das heißen, Hertha verliert maximal mit einem Tor Rückstand. Wenn sie mit zwei Toren Rückstand verlieren, dann verliert man die Wette. Ansonsten, wenn es Hertha knapp hält oder vielleicht sogar einen Punkt holt, dann ist die Wette gewonnen mit einer 1,92er-Quote. Du bist ja eher auch so ein Hertha-Sympathisant. Zumindest warst du das, als Jürgen Klinsmann da war. Jetzt, wie schaut's aus? Ja, jetzt sorgt natürlich oder heimst Bruno Labbadia die Lorbeeren ein, die der Jürgen gepflanzt hat. beim Spiel gegen Leipzig fand ich das eine mega gute Geschichte auf Hertha. Plus 1 oder plus 0,5 zu gehen. Hier bei Dortmund bin ich mir nicht sicher genug, denn die haben jetzt auch mal abgesehen vom Spiel gegen Bayern München ihre Gegner schon ganz geil vernichtet oder auch souverän nach Hause gebracht, wie das 1-0 in Wolfsburg, 2-0, Entschuldigung. Also plus 1,5 ist mir zu riskant. Ich sehe hier schon Hertha mit Chancen, aber ich sehe hier auch ein 3-1 für Dortmund, ein klassisches. Also von daher hat der Buchmacher gut gewählt, die Quoten. Und wer sagt, Hertha nimmt den positiven Schwung mit, der kann da mal was riskieren. Aber man darf nicht vergessen,
Für Dortmund geht es auch um die sichere Qualifikation zur Champions League. Also die spielen schon noch um was. Mhm. Finde ich absolut richtig. Hier ist mir auch das Geld zu schade, um hier vielleicht auf Hertha zu setzen und Dortmund dann einfach doch die genialere Mannschaft, die andere Mannschaften genial vernichtet oder geil vernichtet oder was hast du gesagt? Ja. Hier sehr, sehr interessant, aber weder die Sieg unentschieden noch Zweierquote, wage ich zu sagen. Also ich habe mir hier nämlich schon was überlegt, aber du darfst natürlich gerne deine Bremer nochmal hier stark reden, wenn du hier was sehen würdest. Mein Herz schlägt wieder schneller. Trotz der Niederlage gegen Frankfurt bin ich aufgeregter. Der Relegationsplatz ist wieder in greifbarer Nähe. Bremen muss jetzt punkten, spielt, glaube ich, die schlechteste Heimsaison aller Zeiten, die man jemals spielen nur könnte. Jetzt geht es gegen Wolfsburg, gegen die wir traditionell eigentlich ganz gut aussehen. Ist jetzt auch keine Auswärtsmacht, die Wölfe. Und ich bin jetzt gespannt auf deine Prognose, aber ich fühle irgendwas, dass Werder schon einen Punkt holt, weil wenn nicht, wäre es ja schade. Ja, das wäre echt schade. Aber wir sehen zumindest, die Wölfe sind zu Hause nicht verkehrt. Auswärts meine ich. Mit, ja, genau. Aber wie Bremen zu Hause ist, hast du schon gesagt. 9 Tore erzielt, damit wesentlich weniger als Paderborn zu Hause oder Mainz zu Hause. Und vor allem 33 Tore kassiert. Und das ist so der Punkt, wo ich halt sage, lass uns doch mal einen Blick auf Tore werfen. Over, nein. Also, wenn dann... Ja, jetzt bin ich gespannt. Wenn deine Tendenz zu Untertoren geht, dann... Nein, weil die Quote hier über 2,5 so attraktiv ist, wie man selten in der Bundesliga bekommt. Nämlich mit 1,96. Normalerweise kriegst du halt für... Oder 1,93 auf Over. Normal kriegst du halt solche Quoten von 1,5, 1,6 maximal auf Over 2,5 Tore. Und jetzt sagst du natürlich, ja, die Bremer, die haben jetzt Beton angerührt in den letzten Spielen. Deswegen haben sie auch nur 3 gegen Frankfurt kassiert. Aber jetzt haben die diese Doppelbelastung. Dann kommt eine starke Mannschaft wie Wolfsburg. Und sie können durchaus selber auch vielleicht ein Tor schießen, wobei sie das nicht wirklich bewiesen haben. Aber die Wölfe können das. Und die Wölfe können aber auch Tore kassieren. Und deswegen finde ich diese sehr hohe Quote auf Over 2,5 absolut spielenswert. Ja, das ist dann dein Radek-Tipp. Ich denke, Werder ist so gefestigt jetzt in der Defensive. Die haben jetzt so oft 0-0, 1-0 gespielt. 3-0 verloren. Frankfurt haben sie ja dann einfach nur hinten raus in den letzten 10 Minuten noch 2 Tore kassiert, weil es dann auch mehr oder weniger wurscht war. Mhm. Die werden alles reinsetzen, um einen Punkt zu holen. Vielleicht können wir einfach mal, weil wir werden uns beim Toren nicht einigen, auch wenn ich es geil finde, du hast nämlich recht, normalerweise ist über 2,5 immer eine 1,4, 1,5, 1,6er Quote maximal, wenn Werder Bremen dabei ist. Und Wolfsburg ist ja auch Tore stark. Wenn wir mal... Siehst du Werder punkten? Ich frage mal so. Siehst du 0,5 plus auf Werder? Siehst du sowas? Ja, alles ist möglich, aber ich würde nicht drauf wetten, weil die beste Wette, die es in diesem Spiel gibt, ist einfach die Over 2,5 und da blutet mir wirklich mein Herz, weil ich fast schon stolz auf diese Wette wäre und du aus lokalpatriotisch verblendeten Gründen hier diese Wette ablehnst. Ich meine, es heißt ja nicht, dass viele Tore fallen, aber lass Wolfsburg ein Tor schießen, dann kann sich Bremen nicht hinten reinstellen, dann müssen die auch kommen. Und dass Wolfsburg in Bremen ein Tor schießt, das ist ja nicht unmöglich. Im Gegenteil, das ist fast schon so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wenn nicht, mein Gott, dann im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber jetzt, Stand jetzt im Vorfeld, Bremen Doppelbelastung, schwaches Team, Wolfsburg ganz gute Offensive, auch mal vielleicht hinten anfälliger. Also ich sehe da auf jeden Fall, dass beide Tore schießen können. Für die Quote muss man das eigentlich mitnehmen. Aber gut, wir werden uns da nicht drauf einigen. Von daher ein absoluter Bombentipp, aber hier jetzt Union Berlin gegen Schalke. Schalke natürlich seit 10 Spielen oder so nicht gewonnen, aber jetzt mit einer 3,15er-Quote gegen eine Mannschaft wie Union Berlin, da muss man doch jetzt wirklich alles auf dieses Comeback der Schalker hin argumentieren. Ob man dann drauf setzt, ist eine andere Frage. Aber sind wir mal ehrlich, was hat Union Berlin denn für Argumente, dass sie jetzt hier gegen Schalke punkten oder überhaupt zumindest nicht verlieren? Denn ein Double Chance, eine
Unentschieden Sieg auf Schalke hat schon eine sehr, sehr gute Quote, denn eine Dreier-Siegquote auf Schalke kann man auch mitnehmen. Ich würde hier fast so weit gehen, Asian Handicap auf Schalke zu gehen, um halt hier eine maximale Quote rauszuholen. Denn ich bin mir sicher, Schalke muss jetzt mal wieder zurückschlagen. Und wenn nicht, ja, dann können die wirklich auch den Spielbetrieb einstellen für diese Saison. Haben sie ja jetzt auch faktisch schon mehr oder weniger gemacht. Aber wie gesagt, was spricht für Union Berlin? Die haben das Derby sang- und klanglos verloren. Die haben einen Punkt gegen Mainz zu Hause geholt. Okay, in der gleichen Kategorie schwimmt vielleicht im Moment Schalke mit. Das heißt, ich würde zumindest nicht davon ausgehen, dass Union Berlin gegen Schalke gewinnen kann. Und dann muss man hier sich die Asian Handicaps anschauen. Ja, ich bin ja ein Fan von Traditionen. Wir haben die letzten 4 Spieltage immer auf Spiele von Union gesetzt, immer gegen Union. Wir wurden 4-mal nicht enttäuscht, 4-mal, 3-mal gewonnen die Wette, 1-mal gab es Geld zurück. Bayern haben wir nämlich gesagt, -2 und die haben wir mit 2 Toren Vorsprung gewonnen. Meine Lieblingswette ist, ich bin absolut deiner Meinung, meine Lieblingswette wäre tatsächlich Schalke plus 0,25. Weil du kannst auch Asian Handicap 0 machen, du kannst auch reine Siegwette machen. Also eigentlich würde ich da reine Siegwette machen, weil die Quoten aller anderen sind schon wieder zu unattraktiv und Schalke wird das gewinnen. Mhm. Ja, und dann ist die Frage, ob man wirklich direkt auf Schalke minus 1 geht, dass sie mit 2 Toren Vorsprung gewinnen, dann würdest du eine 5er-Quote kriegen. Das heißt, wir könnten hier halt einfach mal ein bisschen mutiger ans Werk gehen. Wir können auch eine halbe Einheit vielleicht drauf setzen und sagen, wir gehen drauf, dass Schalke jetzt endlich mal gegen einen machbaren Gegner eine Trotzreaktion liefert. Oder man sagt, man geht auf Nummer sicher, was ist schon sicher, gell? Aber ja, und ist schon mit einer kleinen 1,8er-Quote zufrieden, die aber immer noch sehr, sehr gut ist für das, wenn es ein Unentschieden gibt, dass man immerhin die Hälfte gewinnt. Also beides attraktiv. Ich würde auf jeden Fall hier diese 1,8er-Quote für eine volle Einheit machen und vielleicht noch eine zusätzliche Gamble-Einheit auf diese minus 1 auf Schalke mit 0,5 Einheiten, damit man hier die 5-6er-Quote, die reizt mich einfach zu sehr. Ich finde, Paderborn ist Union Berlin ist jetzt so nach der Pause ein bisschen schon auf dem Niveau, wo die meisten sie wahrscheinlich vor der Saison eingeschätzt haben. Zumindest von wie sie gespielt haben und wie die Ergebnisse sind. Von daher, wenn man nämlich jetzt mal riskiert auf eine sehr, sehr schwache Schalke-Mannschaft in den letzten Wochen, die aber in der Hinrunde teilweise überragend gewesen ist, wann nicht dann? Und deshalb hast du selten eine Chance, so eine Fünferquote realistischer zu treffen. Da bin ich jetzt wirklich stolz auf dich. Und hab dir so wieder dein Selbstwertgefühl hoffentlich zurückgegeben. Ja, mein Selbstwertgefühl ist immer da. Aber ich bin ja auch als Gast in einer englischen YouTube-Sendung von SBR Nation im YouTube-Kanal zu Gast. Und der Moderator ist ein ehemaliger Premier League-Spieler, Gordon Watson. Müsst ihr mal googeln. Und der ist halt schon ein ziemlicher Insider und Experte, was das betrifft, und er sagt halt, Union Berlin ist einfach nur schlecht. Es tut mir jetzt leid für alle Union Berlin-Fans, die haben in der Vorrunde und vor der Krise echt super Ergebnisse auch eingefahren, aber in dem Fall muss man einfach mit den Quoten gehen und die Leute, die halt hier anderer Meinung sind, ist alles okay. Ich bin ein Mann der Quoten, deswegen alles gut. Und hier bei Augsburg gegen Köln natürlich auch wieder eine Quotensache. Was sagst du dazu? Dass es nicht nur den Mann des Volkes gibt, sondern auch der Mann der Quoten. Das ist ja Wahnsinn, was für Titel es alles gibt. Augsburg-Köln ist ein klassisches Unentschieden. Beide treffen. Tendenz würde ich eher zu Augsburg gehen. Aber man muss sagen, in den letzten Spielen haben uns jetzt beide Teams nichts geliefert, was für sie sprechen würde. Höchstens Köln könnte sagen, die hatten die schwereren Gegner. Das ist jetzt nicht so überraschend, wie sie gespielt haben. Augsburg hat jetzt auch noch nicht so viel bewiesen. Von daher spricht sehr, sehr viel für den Unentschieden. Und mehr habe ich zu dem Spiel leider nicht zu sagen. Mhm. Unentschieden gefällt mir natürlich auch gut. Lass uns eine Dritteleinheit auf eine X-Wette setzen, damit wir mehr als eine Einheit plus machen, wenn wir hier ein Unentschieden haben. Und dann
sind wir schon durch nach knapp 25 Minuten. Werfen wir nochmal einen Blick auf unsere Wetten. Heute habe ich gut aufgepasst, nämlich ein Auswärtssieg der Gladbacher in Freiburg bei einer Quote von 1,83. Ein Heimsieg der Eintracht aus Frankfurt für die Quote von 2,03. Dann haben wir hier einen Hoffenheim Asian Handicap 0 bei einer Quote um die 1,8 in Düsseldorf. Wir haben Abstand genommen von Werder gegen Wolfsburg, auch wenn es uns sehr, sehr schwer fällt und wir sehr, sehr stolz auf Radek gewesen sind, was er für uns recherchiert hat. Wir glauben trotzdem, dass Werder gewinnt, machen aber eine geile Wette auf den Schalke-Club, der gewinnt bei Union Berlin. Da haben wir drei Konstellationen, sucht euch die beste aus. Ich finde, wir sollten bei alle drei einfach mal machen und schauen, was passiert. Schalke minus 0,25, Entschuldigung, plus 0,25 bedeutet halber Einsatzgewinn bei Unentschieden oder ganzer Einsatzgewinn bei Sieg der Schalke. Ein Schalke-Direktsieg für eine 3,15 und weil wir ganz so euphorisch sind, gewinnen die mit einem Tor Abstand für eine Asian Handicap Schalke minus 1, kriegen wir eine 5,6 und wenn das nicht passiert, dann kann uns keiner böse sein, weil die Quote sagt ja schon, dass dieses Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist. Aber es gibt keine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit als Schalke bei Berlin für so eine Quote. Mhm. Korrekt. Und man sollte auch sowieso nie overpacen. Wenn wir jetzt sagen, wir sind uns da relativ sicher, setzen wir trotzdem nur eine Einheit drauf und sagen jetzt nicht, oh, die haben sicher gesagt, wir setzen jetzt 100 Einheiten oder alles. Also von daher immer schön im Rahmen bleiben. Und beim Spiel Augsburg-Köln, Ex-Bet für 0,3 Einheiten. Wie das Ganze dann mathematisch aussieht, werden wir bei der nächsten Gelegenheit dann analysieren und auswerten. Und wir freuen uns natürlich auf deine Tipps hier in den Kommentaren. Also lasst uns wissen, was ihr tippt und was ihr zu unseren heute sehr, sehr euphorischen Wetten im Vergleich zu manch anderem Rumgeeier hier heute sagt. Vielleicht seid ihr auch komplett anderer Meinung, aber das interessiert. Also rein in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und die Kinder sind dann unter der Woche.